Leute, heute haben wir einiges zu tun. Und zwar, wir haben ja noch zwei Autos, die wir aufbauen müssen. Und dann müssen wir hier allgemein beim Shani Performance ein bisschen aufräumen. Und zwar, das ist einmal hier das Auto. Keine Ahnung, was das für ein komisches Auto ist. Das haben wir uns ja vom Schrottplatz besorgt. Und dann einmal das Auto. Ich würde sagen, boah, das sieht auf jeden Fall schon echt cool aus nach richtig geilen Sportwagen, finde ich. Also ich bin mal gespannt, was daraus wird. Und wir werden uns erstmal hier an den Auto hier ransetzen und mal gucken, was aus der Karre wird. Also wir haben heute einiges zu tun und da werde ich auch mal gucken, Leute, weil Mercedes ist ja auch da. Die hat ja hier heute in der Standi Performance Zentrale geschlafen. Mal gucken, wie es der geht und was die da so sagt. So, Leute, wo ist die denn? Was macht die denn da an meinem PC, Leute? Ich habe dir doch gar nicht erlaubt, an meinen PC zu gehen. Ich glaube, ich drehe durch hier. Die dürfen hier schlafen, aber nicht. Was hast du an meinem PC gemacht? Gar nichts. Ich habe sauber gemacht. Ach so, ja, stimmt. Oha, hier ist ja alles so aufgeräumt und so. Ey, ich muss wirklich sagen, Mercedes, du machst dich echt als sehr gute Mitarbeiterin. Wie geht's dir sonst so? Dankeschön. Ach, mir geht's nicht gut. Ich bin heute irgendwie traurig. Ja, okay, dann ruh dich mal noch ein bisschen aus, Leute. Oh mein Gott, die Arme ist traurig. Vielleicht sollten wir die heute mal ein bisschen aufmuntern oder so, Leute. Mit ihr mal shoppen gehen, dass sie sich neue Klamotten holt. Oder irgendwie vielleicht mal ihr eigenes Auto. Weil, Leute, ihr wisst ja, Mercedes hat ja nur noch diese Schrottkarre und das ist ja auch kein richtiges Auto und so. Vielleicht sollten wir ihr einfach mal ein neues Auto auch besorgen gleichzeitig. Ich glaube, das wäre ganz cool. Aber ja, gut, ich habe ja gesagt, Leute, wir müssen jetzt auch erstmal die Werkstatt ein bisschen wieder voranbringen. Um die Mädels können wir uns jetzt nicht kümmern. Wir müssen jetzt hier erstmal die Autos aufbauen und dann kümmern wir uns um Mercedes, würde ich sagen. So, das Auto werden wir jetzt hier schön erstmal zusammenbauen wieder und mal schauen, was da raus wird, Leute. Ist das ein VW? Guck mal, da vorne ist doch das VW-Zeichen. Das sieht sehr interessant aus. Boah, Leute, was ist aus der Karre denn geworden? Guck mal hier, wir haben das hier so ein bisschen zusammengebaut. Also es sieht, ist das so ein Bierwagen oder so? Guck mal, ist das von den Lost MCs ein Bierwagen oder was? Guck mal. Oh, hier müssen wir auf jeden Fall noch einen neuen Motor reinbauen und neue Reifen, weil hinten sind die Reifen irgendwie noch heile, aber vorne ist komplett kaputt. Aber es sieht irgendwie schon lustig aus, aber muss ich... Ey, guck mal, Amir hat mir auch wirklich die schlechtesten Autos vom Schrott besorgt. Einmal die... Aber warte mal, vielleicht können wir das Auto ja auch noch auftunen. Warte mal, wir gucken erstmal, was das Auto hier noch drauf hat, ob man hier noch irgendwelche Tuning-Teile anbauen kann. Weil ich finde, der sieht jetzt nicht so... Der sieht schon ein bisschen wild aus, ne? Die hat der Mercedes so zusammengebaut. So. Egal, um welches Auto wir uns zuerst kümmern. Das andere ist ja jetzt erstmal so, sag ich mal, notdürftig zusammengebaut. Okay, hier vorne können wir so ein bisschen die Frontstoßstangen, den Kühlergrill anpassen. Oh, das sieht ganz cool aus, muss ich sagen. Das sieht aus wie so, als würde das Auto lachen mit uns. Wisst ihr, was ich meine? Oha, was? Leute, man kann hier einfach so eine durchsichtige Motorhaube einbauen. Boah, und man kann den richtig dicken Motor dadurch sehen. Wie cool ist das denn? Gefällt mir richtig gut. Dann können wir hier noch, oh, dann können wir noch das Dach raufbauen. Aber ich finde den Cabrio viel, viel cooler. Wirkt auch viel besser. Dann können wir noch ein Motor-Upgrade machen. Bremsen natürlich drauf. Getriebe. Federung noch ein bisschen tiefer legen. Guck mal, wie cool der hinten jetzt aussieht. Die Reifen sind richtig bündig. Geil. Aber die Farbe muss auf jeden Fall anders sein, weil das erinnert mich so ein bisschen an Army, sein Auto. Vielleicht in Gelb. Ja, in Gelb weiß ich auch nicht, Leute. Ja, vielleicht so ein bisschen... Boah, in Schwarz sieht der auch nicht schlecht aus. Oder vielleicht so in so einem klassischen Weiß. Oder, na, ich weiß, schwierig, Leute. Sehr, sehr schwierig bei dem Auto. Aber ich fand den in Rot eigentlich gar nicht schlecht, ne? Das sieht so richtig aus wie so ein roter Flitzer. Boah, ey, ich sag euch ehrlich, mit dieser durchsichtigen Motorhaube ist das schon ein cooles Auto. Hat schon irgendwie was Exklusives, ne? Ja, warum nicht? Ich sag mal so, dafür wird es wahrscheinlich auch Käufer geben. Kennzeichen müssen wir noch anpassen. So, Kennzeichen SP, Leute. Das sieht auch sehr nice aus. Und dann können wir es eigentlich hier draußen zu den Autos hinstellen. So, ich würde es jetzt einfach mal hier hinten hinstellen, Leute. Da, wo es geparkt ist. Zack, das passt ganz gut hier hin, glaube ich. Das fällt jetzt auch erstmal nicht so auf und, sag ich mal, für die Leute, die sich dafür interessieren, werden sich dann wahrscheinlich das Auto auch angucken. Wisst ihr, was ich meine? Wir brauchen auch endlich mal ein bisschen wieder, ihr wisst, Leute, wir hatten jetzt die letzten Tage so wenig Autos gehabt. So, ich muss jetzt schon noch die Reifen holen. Dann können wir die einmal wechseln. So, zum Glück haben wir hier noch Reifen. Ich glaube, ich hoffe, die sollten passen. Ah, die müssen da eigentlich raufgehen. So, Reifen gewechselt, Auto steht und ja, das ist wirklich ein VW. Das ist so richtig crazy VW. Warte mal, ich guck mal kurz. Ich glaube, der hat sogar irgendeine Special-Funktion. Kann das sein? Weil guck mal, der hat so auch richtig dicke Boxen und so. So, also die Türen gehen alle auf. Guck mal, hier hinten haben wir... Was? Da hinten kann man sogar so einsteigen und da ist so ein Bierzapfhahn. Guck mal.
Leute, wie cool ist das denn? Man kann so richtig bei dem Auto hier so einsteigen und kann dann hier irgendwie halt Bier zapfen. Aber irgendwie, guck mal hier, ich bin viel zu groß für das Auto. Aber ich finde die Funktion nicht schlecht und ich glaube halt, dass viele Leute das extrem feiern werden bei der Karre. Wisst ihr, ich meine, so als Eventauto oder so. Überleg mal, wenn wir hier bei Stani Performance eine Feier haben, dann haben wir einfach unseren eigenen Getränkewagen hier. Was, wie kann es denn besser sein? So, noch ein bisschen tiefer gelegt, Leute. Farbe muss auf jeden Fall angepasst werden. Wollen wir das so ein bisschen in Stani-Performance-Farbe machen? Weil wir haben ja so ein bisschen, guck mal hier, so ein bisschen pink. Oder ja, was haben wir im Logo hier? So ein bisschen, ja, rosa im Logo. Ich würde hier so pink nehmen, Leute. Ich sag euch ehrlich, das passt halt auch so für Stani-Performance. Ich würde das irgendwie so als Event-Auto nehmen. Sag ich euch hart auf hart. Den können wir eigentlich einfach hier stehen lassen oder für Kunden oder so, wenn die was trinken wollen, können wir das Auto so draußen hinstellen. Und guck mal, da hinten sind auch fette Musikboxen drin. Geil. Kennzeichen muss hier aber natürlich auch SP sein. Und dann werden wir jetzt auch mal erstmal hier hinfahren. Boah, ich muss sagen, ja, es sind zwar so Autos, wo ich eigentlich dachte, dass wir sowas nie bei Stani Performance haben, aber jetzt, wo wir es haben, ich finde das gar nicht schlecht. Boah, die Schrottkarre muss echt weg, Leute. Das stört mich jetzt hier richtig. Das ist so richtiges, ja, das ist so ein richtiges Auto, was mir gerade im Dorn im Auge ist. Das muss auf jeden Fall weg hier. Ey, Leute, vielleicht könnte ja Mercedes einmal hier am Glücksrad drehen. Das könnte natürlich ziemlich gefährlich werden. Aber sie hat natürlich auch die Chance auf richtig viel Geld. Aber, naja, überlegen wir uns vielleicht später. Oder schreibt unten in die Kommentare rein, ob Mercedes wirklich mal an das gefährliche Glücksrad drehen soll. So, ein Auto haben wir noch. Und dann würde ich mal sagen, sind wir eigentlich fast komplett durch hier. Und dann können wir losfahren und Mercedes mal eine kleine Überraschung machen. Oh, Leute, mal gucken, was man aus der Karre noch rausholen kann hier. Ich hoffe nur das Beste. Aber guck mal, der hat sogar Doppelauspuffanlage. Boah, sieht ganz gut aus. Boah, Leute, was ist denn aus dem Auto hier geworden? Hey, das sieht echt richtig cool aus. Warte mal, wir müssen mal den Gabelstapler nehmen und das einmal umdrehen. Dass wir auch sehen, was das genau für ein Auto ist. Das sieht irgendwie aus wie so eine Special Edition. Wisst ihr, was ich meine? So, zack. Aufgeladen, Leute. Fahren wir das einmal hoch, wieder runter. Und zack, dann haben wir es. So, noch ein bisschen runterfahren. So, oh, oha! Nein! Ist das diese Cyberpunk Special Edition? Wow, Leute, das Auto sieht richtig geil aus. So im Retro-Look oder irgendwas soll das sein? Wow. Boah, das feiere ich auf jeden Fall richtig. Wartet mal. Ich hoffe, das kann man noch geil auftunen. Vielleicht sind da noch Tuning-Möglichkeiten, obwohl ich glaube, bei so einem Auto hier, dass da nicht viele Tuning-Möglichkeiten gibt. Ja, wie ich schon dachte, Leute, man kann nicht sehr viel tunen. Die Fenster können wir noch... Oh mein Gott, guck mal. Wir können die Fenster einfach so... Oh, wie böse das Auto aussieht. Dann können wir hier natürlich noch Neonlichter runterbauen. Aber ansonsten, ey, ich würde das Auto... Oha, wie geil das mit dem Licht aussieht. Boah, ich sag euch ehrlich, ich würde das sogar so lassen. Das sieht so fresh aus. Und so jemand, der Konsolen feiert und Spiele feiert und vielleicht auch das Game Cyberpunk, wird auch das Auto direkt bestimmt kaufen. Auch mit dem Kennzeichen SP sieht der auch... Ey, den könnten wir vielleicht, Leute, wenn ich noch so eine Cyberpunk-Figur besorge, dann würde das eigentlich passen. Überlegt mal, hier so zwei abgespacete Autos nebeneinander und dann noch mit so einer Cyberpunk-Figur. Boah, das könnte ich echt gut anbieten, glaube ich. Und guck mal, auch hier die Türen, wie die aufgehen. Das sieht schon wild aus. So, ich habe das jetzt einmal hier so hingestellt, auch mit den Türen und so. Boah, gefällt mir richtig gut. Das sieht halt auch so... Boah, guck mal, wie schön das aussieht. Jetzt haben wir hier so eine Futuristic-Abteilung mit zwei komplett crazy Cars. So, den McLaren, den würde ich jetzt eigentlich rausfahren. Ja, den können wir rausfahren. Warum nicht? Den stellen wir einfach da auch auf dem Parkplatz hin hier vorne. Dann haben wir das hier eigentlich so relativ clean. Dann stehen hier so, eigentlich so schon relativ gute Autos. Und ja, okay, der McLaren jetzt direkt neben dem Mülleimer. Muss jetzt auch nicht sein. So, die Türen könnten wir hier eigentlich auch noch aufmachen. Ja, warum nicht, Leute? Das ist mal eine andere Abteilung. Sagen wir es mal so. Gut, jetzt müssen wir uns aber um das Wichtigste kümmern. Natürlich um unsere Mitarbeiterin Mercedes. Da werden wir jetzt mal eine kleine, aber feine Überraschung machen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal mit ihr zum Kleidungsladen, dass sie sich da irgendwie neue Klamotten holen kann. Dass sie sich halt dann fresh fühlt. Wisst ihr, was ich meine? Und ist natürlich auch gut für Stani Performance. So, bist du ready? Hast du Zeit oder was? Bist du ein bisschen besser drauf oder immer noch nicht? Ein bisschen traurig? Ich bin immer noch traurig, aber ich bin... bereit, ich habe nichts zu tun. Hast nichts zu tun? Ja, dann komm mal mit. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Und zwar, wie wäre es denn, wenn wir vielleicht eine Runde shoppen fahren? Oh ja. Naja, das hört sich gut an, oder? Dann komm mal mit. Dann, ja,
fahren wir direkt am besten hier mit so einem schönen Auto. Wie gefällt... Guck mal, wir können ja mit dem Mercedes, fährt jetzt mit dem Mercedes mit. So, warte mal, ich fahre den mal vor. Einmal nicht, dass die Tür gegen den Lamborghini haust, das wäre ein bisschen schlecht. Was ist denn, Mercedes, was ist denn eigentlich dein Lieblingsauto? Mein Lieblingsauto? Ja? Ich finde alle Autos schön. Wie, man kann doch nicht alle Autos schön finden. Hast du... Ja, natürlich so Schrottautos nicht, aber... Ich finde alle Autos schön. Also du hast jetzt kein bestimmtes Auto, was dir gut gefällt, oder was? Doch, am liebsten mag ich einen BMW X5. Ey, Leute, eigentlich müssten wir Mercedes doch ein neues Auto besorgen. So ein wirklich so ein BMW X5 oder so, der würde sich wahrscheinlich richtig freuen und noch mehr reinhängen, um noch mehr Autos bei Stani Performance zu kaufen. Das wäre eigentlich eine Win-Win-Situation. So, wir fahren jetzt mal hier zu einem echt coolen Kleidungsladen. Der hat nämlich gerade neu aufgemacht. Hier gibt es eigentlich richtig frische Kleidung. Und, ja, dann kannst du ja mal ein bisschen was anprobieren, würde ich sagen, oder? Ja, gerne. Ja, komm mal rein. Ich hab seit 5 Tagen die gleichen Sachen an. Du hast seit 5 Tagen die gleichen Sachen an? Oh, okay. Ja, such dir mal da hinten ein paar Klamotten aus und dann zieh die einfach mal an, würde ich sagen, ne? Hast du denn schon was gefunden? Hast du denn schon Outfits gefunden oder so, die gefallen? Ja, Moment, ich zeig dir. Oha, okay. Ja, also das ist so ein bisschen businessmäßig. Leute, das würde eigentlich echt gut passen, wenn wir so ein Business-Meeting haben für Stani Performance. Wisst ihr, was ich meine? Also das finde ich schon mal nicht schlecht. Sehr gut. Ja, und das andere? Ja, das sieht jetzt so ein bisschen mehr freizeitmäßig aus, würde ich sagen, ne? Ja, also ich... Welches findest du besser? Ja, also das rote so freizeitmäßig und das andere so für Business-Termine, würde ich sagen. Das sieht sehr schön aus und ich würde es gerne nehmen, aber du weißt doch, ich habe doch noch gar kein Geld verdient. Ja, alles gut. Ich sag mal so, ich lege hier der Kassiererin ein bisschen Geld hin. Das geht heute auf Stani Performance, ja? Oh Gott, vielen Dank. Kein Problem. Das machen wir für unsere beste Mitarbeiterin natürlich sehr, sehr gerne. So, dann steigt mal ein. Okay, Leute, jetzt haben wir hier erstmal neue Klamotten geholt und dann fahre ich sie jetzt erstmal zurück und dann werde ich erstmal einen neuen BMW für sie besorgen, dass sie quasi dann auch mobil ist. Und ich sage mal, wenn Kundentermine oder so sind, Leute, dann brauchst du natürlich auch ein Auto, was ihr extrem gut gefällt und dann kann sie selber dahin fahren. Und deswegen, ich fahre sie jetzt zurück und mache ihr dann quasi mit dem BMW noch so eine Überraschung, Leute. Wir haben ja eh genug Geld in der letzten Zeit gemacht, also ist sowas schon mal drin, würde ich sagen. So, dann fahren wir jetzt wieder zurück. Geht's dir jetzt schon ein bisschen besser oder... Ich fühle mich auf jeden Fall frischer. Bist jetzt auf jeden Fall fresh. Ja, das ist sehr gut, das ist sehr gut. So soll es sein. Meine Mitarbeiter bei Stani Performance sollen sich natürlich immer sehr, sehr gut fühlen. So, dann lasse ich dich jetzt erstmal hier raus, würde ich sagen. Super, danke schön. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch zu einem Geschäftsmeeting. Ja, du kannst eigentlich hierbleiben und kannst dann, ja, was du machen willst, so, weißt du? Alles klar, danke und bis später. Bis später, Peter. So, Leute, wir müssen jetzt direkt losfahren. Und ich glaube, ich werde jetzt zu einem... Ich werde jetzt zu einem Autohändler fahren und werde da einen schönen BMW für sie kaufen. Dass sie sich richtig freut, Leute. Ich bin echt auf das Gesicht gespannt, Alter, wenn das Auto vor der Tür steht. Warte mal, wir müssen sie vielleicht doch fragen, was sie für eine Lieblingsfarbe hat, Leute. Dass wir direkt wissen, welche Farbe. Du? Ja, ich bin's, Mercedes. Was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe, so rein aus Interesse mäßig? Meine Lieblingsfarbe? Rosa. Rosa? Rosa? Ja, doch, rosa. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Dankeschön. Tschüss. Sie will einfach einen rosanen BMW X5. Das ist doch nichts leichter als das. Das ist ja nicht mal ein teures Auto, Leute. Das können wir uns ja schnell so besorgen. Let's go. Mit dem BMW-Händler werde ich auch keine Probleme machen. Der soll dir ruhig seine BMWs verkaufen. Mercedes-Händler gibt es ja auch, Tesla-Händler auch. Leute, solange die halt nicht so eine Tuning-Werkstatt haben wie ich, ist mir eigentlich relativ egal, weil das ist ja, sag ich mal, ein normaler Händler. Wisst ihr, was ich meine? Guck mal, oha, hier sind echt schon... Ey, das ist ja wirklich hier alles voll mit BMWs. Geil, der ist ja auch logisch, ne? So, wir gucken mal rein. Ich hoffe, dass die das richtige Auto für uns haben. Und zwar, Mercedes wollte ja ein BMW X5, obwohl das komisch ist. Mercedes heißt Mercedes und will ein BMW haben. Aber gut, das muss man wahrscheinlich nicht verstehen. Jo, jo, was geht ab? Ich guck mich mal einfach ein bisschen um hier, ja? Und, Moment. Haben Sie überhaupt genug Geld hier? Das ist BMW, ne? Wir sind nicht bei VW, ne? Das ist teuer. Wie teuer ist denn hier so ein BMW? Ja, das kann schnell mal sechsstellig werden, eine 100.000, ne? Ich weiß nicht, ob du meinen Bentley da draußen gesehen hast, aber mit dem Bentley kann ich 10 BMWs kaufen. Oha, ja, gut, schauen Sie sich um. Ja, gut, okay, Leute. Also Mercedes wollte ja hier so ein BMW X5. Sagen Sie mal, können Sie auch die Autos hier umlackieren? Ja, gegen einen kleinen Aufpreis, so $100, dann ja, klar. $100, Leute, die sind ja echt günstig, ey. Da ist der neue BMW Audi R8.
Was? Ist das eine Kooperation mit Audi oder was? Ja, genau. Ja. Ey, Leute, also das ist ja echt sehr komisch. Also klar, hier sind viele BMWs, aber hey, was ist das denn für ein Ding hier? Hä? Irgend so eine Kapsel hier? Ich habe auch noch nicht gesehen. Na, ja, das ist der Prototyp BMW. Ach so, und das ist hier dann der daraus geworden ist, der i8 oder was? Ja, genau. Man nennt ja den i8 auch Schmalspurauto. Sagen Sie mal, also... Ja, war nur ein kleiner Spaß am Rande. Ja, also ich hätte eigentlich schon mein Auto, und zwar ich würde den BMW X5 nehmen. Der steht nicht zu Verkauf. Nee, das geht nicht. Wie, der steht nicht zu Verkauf? Da müssen Sie einen ordentlichen Preis bieten, also ja, sag ich Ihnen ehrlich. Was ist denn hier ein ordentlicher Preis für den Wagen? Dann 500.000 können Sie mitnehmen. Sag mal, tickst du doch ganz richtig. Was soll 500.000 gibt da die Performance ins Gesicht hier. Mach mal jetzt einen realistischen Preis hier. 300.000, aber dann reicht's mir auch. Aua. 100.000, mehr ist die Karre nicht wert. 150.000 mit Umlackierung in Pink, hast mich verstanden. 160. Hey Leute, da will ich doch abziehen, das Ding ist doch nicht mal... Ja, okay, 160 und Umlackierung in Pink, aber zügig. Manni, ich hab den X5 hier, den wir für 30.000 gekauft haben. Jetzt halte ich fest, 160.000 verkauft. Ja, ich muss den noch eben ein bisschen umtun. Tune ihn mal um. So, pass mal auf. Ja. Tune ihn mal um und dann kannst du mal im Bentley nach Hause fahren zu mir zu Stani Performance. Da gibt's auch richtige Autos. Aber hier, lackier den erstmal um hier, den Jürgen hier. Mach ich. Ja, zart, ratzbatz hier bitte, ne? So, fertig getuned. Pinkes Auto, 160.000. Gehen wir mal in die Werkstatt rein. Ja, gehen wir mal in die Werkstatt rein. Leute, der ist ja richtig motiviert. Man merkt doch richtig, dass das so ein Anfängerhändler ist. Aber ja, gut. Ja, gut, den Bentley will ich dann bei mir in der Werkstatt sehen, ne? Stani Performance. Ja, klar, natürlich. Ansonsten mache ich hier den Laden dicht. Leute, guck mal. Und das werden wir jetzt, dieses Auto hier, werden wir jetzt Mercedes als Überraschung schenken. Und gleichzeitig halt als ihr Dienstwagen. Wir müssen auf jeden Fall noch das Kennzeichen ändern. Zu SP, zu Stani Performance, aber ey, ich finde das Auto, das passt auch richtig gut zu ihr. Guck mal, wie cool der aussieht. Hier so mit getönten Scheiben und so. Ey, das Auto ist schon echt nice. Ich bin gespannt, wie sich darüber freuen wird. So, Leute, ich werde ihn jetzt erstmal hier draußen hinstellen und dann werde ich sie gleich holen und werde sie halt so richtig schön überraschen. Ey, das ist so eine coole Überraschung. So, ich werde hier noch so die Türen aufmachen. Zack, Leute, guck mal, wie cool das aussieht. Bumm. Hä, warum ist das Auto? Das Auto ist unsichtbar von innen. Was ist das denn? Naja, gut, guck mal, so sieht das richtig cool aus, Leute. So, Mercedes, wo bist du? Hier. Ja, was hast du gemacht da hinten? Geputzt. Ja, du bist ja nur am Saubermachen, das ist ja der Wahnsinn. Aber du musst ja nicht nur den ganzen Tag sauber machen. Du kannst auch ein bisschen mit Autos rumcruisen das und so. Ey! So, hier ist dein Bentley, oh. Alter, geht's dir gut oder was? Was, Junge? Natürlich. Was ist du denn jetzt? Hier, was ist denn auch? Oh, Alter, ist denn die Karre ist doch Schrott, Junge. Was ist denn los? Sieh zu, das ist neu. Sieh zu, dass du Hand gewinnst. Bei BMW ist das vielleicht neu, aber nicht hier bei mir. Ey, Leute, das gibt's doch gar nicht. Ey, oh mein Gott. Ja, super. Leute, die Karre fährt noch nicht mal mehr. Ey, ich sag euch, ich kann das nicht. Der wird auf jeden Fall dafür seine Quittung noch kriegen. Naja, wir lassen uns davon nicht ärgern. Ich bin ja hier, um eine Überraschung zu machen. Mercedes, ich hab eine richtig super Überraschung für dich. Eine Überraschung für mich? Ja. Oh mein Gott. Ja, da freust du dich, wa? Aber richtig. Ja, okay, komm mal raus. Guck mal, was da steht. Oh mein Gott. Das ist jetzt dein eigener Dienstwagen. Mein eigener? Dein eigener Dienstwagen. Steig mal ein. Oh mein Gott. Steig mal ein, ich will mal gucken, wie du da drin aussiehst. Okay, sind ja eh getönte Scheiben, aber wie findest du das Auto? Das Auto ist ja Wahnsinn. Naja, siehst du? Und das ist jetzt dein persönlicher Dienstwagen. Willst du direkt mal eine Runde fahren, oder was? Ja, vielen, vielen Dank. Ja, dann fahr mal eine Runde, bis später. Bis später. Leute, ich glaube, die hat sich richtig gefreut. Richtig cool. Mercedes hat sich richtig super gefreut. Die hat jetzt so viel gearbeitet, ich kann auch mal ein bisschen... Ey, was will der denn hier? Er kann auch mal ein bisschen Pause machen. Yo, was... Guten Tag, eine Lieferung für Stani Performance. Ja, einen Moment. So, ich mache Ihnen das einmal auf, das Paket. Und zwar ist es hier einmal eine Abreibung für Sie. Ja? Wollen Sie ein Rennen fahren oder was? Was denn? Um was denn? Ja, ich bin Rennfahrer. Du bist... Weißt du, wie schnell ich Pakete liefere? Ich fahre rückwärts sogar Rennen, hä? Ja, ich fahre auch rückwärts Rennen. Ja, dann hast du jetzt wohl deinen Erzfeind gefunden. Ich werde jetzt ein Rückwärtsrennen gegen dich fahren. Und was gibt's dafür? Wir wetten um die Fahrzeugpapiere. Mein Postauto.
gegen deinen Lamborghini oder so. Nee, danke. Kannst du mit einem anderen Auto gerne wiederkommen, dann können wir nochmal drüber reden. Du weißt doch gar nicht, was da hinten drin ist, Was Junge. Ist denn da hinten drin? Ja, nix, aber ich kann da was reinladen, wenn du willst. Pass auf, wenn du mit einem guten Angebot zu mir kommst, können wir gerne Rennen fahren. Ja, okay, dann warte mal ab. Du weißt gar nicht, wer mein Vater ist. Der hat ein Autohaus. Ich komm wieder. Dein Vater hat ein Autohaus, ja. Bestimmt der Typ vom BMW, wa? Naja, das ist mir schon klar. Leute, lasst sie einfach quatschen. Ich sag euch ehrlich, ich muss das Auto hier erstmal reparieren. Und dann soll der doch kommen, Leute. Ich fahre auch gegen den Rückwärtsrennen. Das hat sich wahrscheinlich schon in der Stadt rumgesprochen, dass wir hier gegen die Leute laufen, Rückwärtsrennen fahren. So, guck mal, ich werde auch direkt hier das Auto zur Provokation hier direkt vor Stani Performance stellen. Hier, dass die direkt wissen, Leute, wer ein Rennen will, soll kommen. Zack. Oh, wer ist das denn jetzt? Der Typ vom BMW-Autohaus oder was? Raus! So, ich hab das Auto bekommen. Fahren wir jetzt ein Rennen, oder? Hast du das Auto von Papi bekommen, oder was? Na klar. Ich sag euch ehrlich, Leute. Der hat sogar einen grünen Bentley, hab ich heute gesehen. Nee, der grüne Bentley ist meiner, aber okay. Pass auf, rückwärts rennen. Du kannst vorwärts fahren, ich fahr rückwärts. Der Gewinner bekommt die Autos. Best of three, okay? Das ist doch viel zu unfair für dich. Das gewinne ich doch locker. Leute, wer mich hält. Ja, okay, gewinnst du locker. Dann kannst du ja noch eventuell noch ein Auto setzen, oder was? Ja, na klar. Wetten wir erstmal um das Auto und das andere Auto. Was ist das? Was willst du mir noch rumbringen? BMW noch M4? Noch I8 dazu noch. I8? Ja, okay, komm mal erstmal zum Flughafen. Ey, Leute, als ob der mir noch ein I8 rumbringt. Das ist egal, den M6 nehme ich auch für umsonst. So, Leute, ich sage euch ehrlich, gegen die Karre brauche ich nicht mal in den Race-Modus gehen. Da können wir direkt so fahren, zack. So, bist du ready oder was? Ich gehe nicht mal in den Race-Modus für dich, ne? Okay, ja, das ist ja richtig einfach. Best of three dann, fahr los. Okay, oh Mann. Oh shit, Leute, oh mein Gott, was mach ich da? Oh mein Gott, Leute, okay, ich bin doof, ich hab mich verfahren, nein. Oh Gott, Leute, was war das? Okay, ich hab gewonnen. Ja, ist egal, Leute, ich dürfe nicht lenken, das ist das Problem, sobald ich lenke, komme ich durcheinander. Ja, du hast ich hab ja gewonnen. Die erste Runde hast du gewonnen, würde ich mal sagen, ne? Okay. Gut, dann nochmal. Ja, dann fahr los, ne? Oha, das ist ja viel zu einfach. Was ist das denn? Geht bei dir nicht schneller? Hä? Hey, Leute, guck mal, hä? Seine Karre fährt nicht mal 250, was ist das denn? Wie geht das? Ja, das ist Stani Performance, Kollege. Was? Wie kann man denn so schnell fahren? Oh Mann, so, ey, dann fahr direkt los wieder, fahr los. Ich schalte Turbo-Bonus jetzt ein und let's go. Turbo. Das kannst du niemals schaffen. Oha, Leute, ich dürfe nicht lenken, Mann. Ey, jetzt hat er sogar die zweite Runde. Schon wieder gewonnen. Oh Mann. Gott, jetzt hat er die zweite Runde schon wieder gewonnen. Ich bin so doof, Leute. Ich dürfe nicht lenken. Das ist dumm. Das ist dumm, was ich hier mache. Ich dürfe echt nicht lenken. Ist egal, soll er sich freuen. Gut, ja, fahr los, komm. Let's go. Ich hab jetzt Schnauze voll. Was ist das denn? So, gewonnen. Oh. So, willst du jetzt noch eine Runde oder war's das? Eine Runde müssen wir noch, Best of Three haben wir gesagt. 2-2 steht's jetzt. Wer jetzt gewinnt, hat gewonnen. Fahr direkt los, oh, ja, wow. Mann, let's go. Wow, was passiert da? Oh mein Gott, du, ich habe jetzt auch keine Zeit, weiter mich nicht rumzudingsen. Oh, bring mir das Auto rum und dann kommst du vorbei, ne? Okay. Ansonsten mache ich dein Auto aus, Bart. Ganz einfache Geschichte. Ey, Leute, ich sage euch ehrlich, das wird hier rückwärts fahren, weil niemand denkt, dass ich so einfach gewinne. Das ist wirklich idiotensicher. Das ist sowas von krass, ey. Leute, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Das war's gewesen. Lasst ein Like und ein Abo da. Tschüss, bitte.